Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit einer neuen Kampagne. Mit einem neuen Let's Play, das hat sich Samurai26 gewünscht und da komme ich gerne darauf zurück, weil Makedonien ist ein sehr, sehr interessantes, eine sehr interessante Fraktion, weil, naja, ihr seht schon, Alexanders Erbe, minus 50% Widerstand gegen fremde Besetzungen. Es ist ein, es ist ein Reich, das sehr große Schwierigkeiten hatte nach Alexanders Tod. Und das ist auch ein bisschen Alexanders, mir fällt nur das englische Wort ein, weil Schuld. Oh Gott, Fault, ne? Also es ist Alexanders Schuld, dass er vor seinem Tod diesen Satz rausgebracht hat, dass sein Reich an den stärksten oder an den fähigsten seiner Generäle übergehen wird. Und das Problem dabei war, dass natürlich sein Riesenreich zerfallen ist, weil alle Generäle haben blutige Schlachten geschlagen gegeneinander, um eben das Reich Alexanders des Großen an sich zu reißen. Und das ging dann so weit, dass zu Beginn der Sohn Alexanders, also er hatte einen Sohn anscheinend, dass der halt von einem seiner treuesten Generäle getötet wurde, weil das ist ein potenzieller Gegner. Und ja, ich werde, also wir spielen jetzt 272. Ach, die Musik ist so laut. Okay, ich lese jetzt erstmal vor. Nach Alexanders Tod rissen seine mächtigsten Generäle sein Imperium. Achso, ja, okay. Das steht ja hier schon. Okay, rissen seine mächtigsten Generäle sein Imperium im Kampf auseinander. Mit den Jahren vertieften die Ansprüche und Gegenansprüche über Legitimität die Rivalität der Nachfolger. Zwar behaupteten sie alle, griechisch zu sein und die Hellenisierung ihrer Königreiche zu unterstützen, jedoch beanspruchte jeder einzelne von ihnen auch, Alexanders einzig wahrer Nachfolger zu sein. Wir haben Nachfolgerkonflikte, hohe Diplomatiestrafe mit allen hellenischen. Oh Gott, dieses Wort. Blablabla. So, Alexanders Erbe, minus 50% Widerstand gegen fremde Besetzung. Und dann hier unten. Makedonien. Wiege von Alexander dem Großen, Heimat welteroberenden Ruhms. Niedere Staaten sollten allein vor den Namen erzittern. Doch das jetzige Makedonien ist nur ein Schatten dessen, was es einst war und vielleicht bald wieder sein könnte. Kann ein neuer Alexander die einstige Größe Makedoniens wiederherstellen? So, thessalischer Stolz plus 20% Angriffsbonus für alle Kavallerieeinheiten. Das war zum Beispiel, die Stärke von Alexander, aber dazu gleich mehr. Barbarische Unterdrücker plus 20% Nahkampfangriff beim Kampf gegen barbarische Stämme, die immer vom Norden angegriffen haben. Ist ja klar, Barbaren, ne? Gut, hier sind zum Beispiel Seleukiden. Ist auch hier. Also das entstand auch aus dem Nachlass Alexanders des Großen. Dann hier natürlich mit Alexandria. Ist auch hellenistisch. Dann hier Makedonien und Baktrien. Gut, wir spielen aber jetzt Makedonien. Und ich,
Ich habe mir lange überlegt, wie ich Makedonien jetzt spiele, weil ich mag sehr gerne ja Geschichte und halt die Geschichte wiedergeben. Und ich kenne mich da leider nicht so gut aus wie zum Beispiel Tanne Güner. Aber ich versuch's. Also er hat das ja auch gelernt und studiert, soweit ich weiß. Die Barbaren kommen. Besonders Thylis ist ein Problem und muss unter Kontrolle gehalten werden. Die Athener hegen weiter einen Groll gegen eure Herrschaft. Sie könnten sich gegen euch stellen und eure spartanischen Verbündeten dazu bringen, ihren Vertrag zu brechen. Vertrag. Angesichts von Feindseligkeiten durch Epirus sollte Sparta uns treu bleiben und Epirus lange genug ablenken, bis ihr eure Herrschaft zu Hause festigen könnt. Konflikte mit den verbleibenden Nachfolgerkönigreichen sind unvermeidbar und ihr müsst bereit sein. Zögert nicht, militärische Unterstützung zu suchen, wenn es nötig ist. Seid versichert. Makedonien ist der einzig wahre Erbe Alexanders und wird einmal mehr aufsteigen. Gut, beherrsche zwei Provinzen, entweder bla bla bla. Gut, also, das war eben auch ein großes Problem mit den ganzen Stadtstaaten und Königreichen in Griechenland. Ja, dass sie halt ja, nicht wirklich die Macht von Makedonien ja, anerkannten. Also Athen war da sehr groß, ein sehr großer Widersacher von Makedonien, weil Makedonien hat zuerst Griechenland unterworfen und dann ist es Richtung Asien und also gegen die Perser marschiert. Und genau, der Vater Alexanders hat schon ja, das Reich, was wir hier sehen, also ein bisschen anders geformt natürlich, also nicht so starr, hat er durch taktische Raffinesse an sich gebracht und bei den letzten Angriffen ist auch Alexander zu Ruhm gekommen, weil er bei der letzten Schlacht mit seiner Kavallerie einen Überraschungsangriff auf die Flanke des Feindes geleitet hat und dadurch den Sieg für Makedonien nach Hause gebracht hat. Und ja, das fand sein Vater nicht so geil, dass er jetzt, also dass Alexander jetzt ja, einzig wahre Typi da ist, also dass er quasi den ganzen Ruhm abgestaubt hat. Und deswegen hat er ihn dann mehr oder weniger verbannt, weil Alexander hat ihn dann auch während ein Fest extrem bloßgestellt, von wegen, ja. Was ist er ein König? Was ist er für ein König, wenn er im Dreck quasi sich suhlt? Und bla bla bla. Genau. Aber so viel später. Gut, ich habe mir gedacht, wir werden das so machen wie Alexander damals. Also, das heißt, wir werden erstmal Griechenland unter unsere Fittiche bringen. Und dann werden wir nach Asien gehen. Dann hier runter, dann Richtung Ägypten. Hier hat er ja Alexandria gebaut. Genau, hier hat hier so eine Wurst gemacht oder so eine Rolle. Und dann ist er komplett nach Asien. Ich muss mal kurz spicken. Warte mal. Ich habe hier so ein geiles neues Geschichtsbuch. Ich muss noch mal kurz schauen, wie genau seine. Genau. Und zwar ist er
ist er von Makedonien hier rüber, über Thrakia nach Asien, hat hier die Kappadokia, Dikia, hier die da noch mitgenommen. Genau, ist hier runter, dann da hoch, dann hier. Und dann hier hat er so eine Rolle gemacht. Und dann ist er hier quasi nach Indien rüber. Und dann von Indien, genau, weil Indien, ups, Entschuldigung, in Indien wollten seine Generäle nicht mehr und seine Armee auch nicht mehr. Und dann ist er halt zurückgegangen, aber nicht auf dem Weg, wie er gekommen ist. Das wär der sichere Weg gewesen, sondern er ist dann Richtung Meer gegangen. Und ist dann in in Babylonien 323 vor Christus gestorben. So, und dann entbrannte quasi der fette Bürgerkrieg. Gut, wir werden erstmal schauen, wie uns die mögen uns. Neutral. Tretet ein, Freund, und sprecht. Es gibt viel zu tun. Super. Eure Worte sind weise und würdevoll. Athen mag uns Nehmt nicht, das euer ist Angebot uns. mit Freuden an. Die Triballer mögen uns auch. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch. Oh geil, Schweinebraten. Die Götter werden über die heute geäußerten Worte erfreut sein. Ihr ehrt uns Ja, damit. ist ja gut. So, das heißt, wir werden uns erstmal Richtung Apollonia wenden. Aber zuerst. Warte, hier brauche ich. Erstmal brauche ich hier Nahrung. Uiuiui, hier kann ich schon ziemlich viel machen. Herbana Pikiniere. Ist lustig, dass ich ja hier die schon den zweiten Rang bauen kann quasi und Hopliten brauche ich auch. Also ich kann schon viermal. Warte, was kannst du? Noch nichts, okay. Gut, was bist du eigentlich für einer? Peltasten. Die sind krass. Gut, dann erstmal fertig. So. In der ersten Folge werden wir nicht sehr viel machen. Mein Volk schätzt die Blutsbande zwischen uns. Ja, mein Volk auch. Gut, weil wir wollen ja nichts vom Norden wissen und im Westen. Also, wir wollen erstmal Griechenland. Die Götter Ja, sprechen. das finde ich auch gut. Wir wollen erstmal Nahrungsmittelknappheit hier. Ja, in zwei Runden ist es weg. So, dann gehst du wieder Richtung Pulpedia, bla bla. Okay, auf jeden Fall brauchen wir Larissa. Warum? Weil die einen unglaublich guten Bonus oder Buff für Tunis. Oh, stimmt, Tunis. Warte mal. Du gehst ja jetzt mal nach Tunis. Ah. Warte, dann werde ich erstmal. Da werden wir Seiten tauschen. Weil dann werde ich erstmal Tunis erobern. Und dann hier Griechenland aufräumen. Kann ich schon. Kann ich schon Agenten? Nee, da muss ich erstmal hier hin. Okay, alles klar.
Hopliten. Nochmal Pekiniere. So, und dann nochmal Pell-Tasten. Okay, super. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Naja, okay. Muss ja auch nicht, ne? So. Also wichtig ist am Anfang wirklich Forschung abgegeben. Fahnenflucht. Hä? Eure Unfähigkeit, eure Truppen zu halten, hat zu ver... Das ist doch nicht unsere Unfähigkeit, das ist das war ein Agent, Idiot. So. Was warte ich jetzt noch? Warte, jetzt habe ich 3 Kavallerie, 4 Kavallerie und so 2 4 6. Super. Okay, jetzt muss ich langsam. Genau, hier ist Herberge. Das baue ich jetzt um in Fischer. Weil Flotte brauchen wir gerade noch nicht. Wusstet ihr übrigens, dass Sparta die Athener auf See besiegt haben. Und zwar war das, da werde ich auch noch genauer eingehen. Und zwar war das vor den... Oder war das nach? Oh Gott. Okay, ich gehe darauf mal genauer ein und ich schaue da nochmal genauer hin. Ich habe nämlich die Zeit vergessen, wann das genau war. Aber soweit ich mich erinnern kann, war das... War das nach den Perserkriegen? Da haben sich Sparta und Athen eben gezofft, heftig gezofft. Und haben Athen auf See besiegt. Wir stehen einem würdigen Feind. Nö. Warte. Du hast mit mir noch keinen Krieg, gell? Und er will... Okay. Dann würde ich sagen, erste Folge, erstes Gefecht. Und die Schwierigkeit hierbei ist, dass die alle schon Silberwimpel haben. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass er mich besiegen kann. Ich würde auf jeden Fall das Kräfteverhältnis ganz anders... Ah ja, okay. Jetzt ist das Kräfteverhältnis fast gleich. Ja. Davor war es ja ganz anders. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass er meine Pell-Tasten nach ganz vorne in die vorderste Front tut, ne? Das ist sowas von bescheuert. Ich werde versuchen, auf den Berg zu kommen. So, pieken hier. Ich mache eine starke linke Front. Ich mache eine. So. Was übrigens die. Ach komm, echt jetzt? So was nervt doch.
Was übrigens die Stärke von Alexander war, war, dass er immer den Feind da angegriffen hat, wo er es nicht erwartet hat. Und das war, das wurde ihm fast zum Verhängnis bei seiner ersten Schlacht schon. Und zwar hat er mit seiner Armee die weit überlegenen persischen Armeen angegriffen. Und zwar komplett frontal. Also die Perser hatten eine extrem starke Mitte. Und er ist einfach komplett frontal rein. Also einfach so bam, Feuer in die Fresse. Und das hat, also damit haben die Perser sowas von überhaupt nicht gerechnet, dass sie mit der Situation nicht wirklich zurechtkamen. Und dann, war es dann wirklich so, dass sie... Ah, oh, sehr schön. Dass sie, einfach komplett überfordert waren und die Leute in der Mitte waren dann komplett überrascht und sind dann mehr oder weniger ziemlich gleich geflohen. Alexander hatte dann auch ziemlich Glück, dass er, also in der ersten Schlacht wäre beinahe getötet worden und einer seiner Generäle oder Brüder, also mehr oder weniger Brüder, mit denen war er seit Jahren befreundet und die und der hat ihn halt dann gerettet. Und den hat er leider nach ein paar Jahren hat er ihn leider in einen Vollrausch getötet. Ja. Ah, naja. Das passiert. Echt jetzt? Du gehst. Unser General wird angegriffen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alter, die haben halt noch nichts verloren, ne? So, dann gehe ich mal Richtung hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der ist noch nicht tot. Ich
Die Rückzug jetzt halt vor. Schau mal, was die machen. Das ist köstlich. Das ist einfach nur köstlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist halt der der Nachteil, wenn wenn man einfach frontal auf Pikiniere trifft, ne? Weil die Pikiniere, also die mittleren haben jetzt Schaden bekommen, aber die anderen kaum. Und das ist halt hier komplett krass, weil ich zwischen den Pikinieren gibt es hier keinen Friendly Fire. Und bei zum Beispiel Total War Arena gibt es Friendly Fire. Und das finde ich auch absolut richtig, weil die ist ein bisschen heftig hier. Und ja. 32. Ja. Und das Blöde hieran ist, also dass hier kein Friendly Fire gibt. Also wenn hier Friendly Fire bei dem Pikenieren wäre, dann wäre es schon ein bisschen komplizierter, die zu managen. Aber aber so sind die eigentlich mehr oder weniger fast OP. Also wenn man nicht genug Fernkämpfe hat, ich meine, schau mal, fast 300 haben die gekillt und ich habe 250 verloren und der fast 2000, also ja. Das wird mich auch interessieren, weil ich spiele ja Let's Play Together mit Jake. Er ist Sparta und ich bin Seleukiden und noch sind wir nicht aufeinander gestoßen, sag ich mal. Sondern ja, haben einfach haben uns langsam mal ausgebreitet und ja, ich meine, wenn er jetzt wirklich anfängt auf Kommandant. Nein. Da. Oh, das nervt so, oh Mann. Wieso? Oh. Ich hab. Das ist cool, wenn er mich jetzt mit seiner Flotte angreift, könnte es sein, dass er gewinnt. Ach, das ist doch dämlich. So ein Belagerungsding. Ich mach den da, weil Chance auf Verwundungen feindlicher Agenten ist sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ach komm, jetzt echt, wieso bekommt er so negative Dinge? Hä? Ich
Ich hab die doch freigelassen. Was ist denn los? Das kam bis jetzt nur dann, wenn ich abgeschlachtet habe. Und da habe ich es verstanden, aber hä? Ach komm, das ist doch lame. Oh Mann. Fängt schon mal sehr gut an. Ich brauche hier Futter. Gut, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, ich werde Makedonien jetzt so spielen, wie es natürlich nicht historisch korrekt, aber wie es Alexander der Große gemacht hat. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.